Hallo Leute, hier ist eure Alicia. Ja, lang, lang habt ihr Big Brother nicht mehr gesehen. Ich stand jetzt öfters mal im Stall, weil ich mit Storm Whisper Videos gemacht hatte oder mit Snow Trouble, aber ich habe ihn heute wieder rausgeholt, weil er ist ja mein kleiner Liebling und ich wollte auch mal wieder ein Video mit ihm drehen. Ja, heute ist Tag 8 der Schatzsuche. Ich bin gespannt, wo wir heute hin müssen. Die Flut singt mit silbiger Stimme und erstreckt sich von Nord nach Süd. Das ist aber jetzt enttäuschend, das hatten wir doch letzte Woche schon, das war in Valday. Also, ich finde es zwar gut, dass die Quests jetzt wiederholen, aber ich finde es blöd, dass sie jetzt, also wenn sie jetzt ja nur diese 7 Quests haben und wir dann halt immer wieder zu den gleichen Orten rennen, dann müssten wir ja morgen müssten wir dann zum Fort Pinter Friedhof, wenn ich mich nicht irre. Fände ich ziemlich schade, hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Naja, gut. Reiten wir jetzt erstmal rüber. So, da wären wir auch schon in Valday angekommen am Silversongfluss. Und ja, ich soll mal herzlich von der Marie grüßen. Hätte ich fast vergessen. Ich glaube vom zweiten oder dritten Server. Ich habe jetzt nämlich festgestellt, man kann jetzt von anderen Servern Leuten Post schreiben. Ich kriege momentan viel Post von zweiten oder dritten Server. Finde ich gut. Das sind halt die ersten. Ja, Vorbereitung würde ich mal sagen oder Erweiterung schon, dass wir bald die Server wechseln können. Au, das ging schnell. Hab gar nicht so viel Zeit, dann jetzt mit euch über etwas zu reden. Ja, gut. Nur das halt mit den Servern. Jetzt haben sich einige schon auf Facebook beschwert. Das dauert so lange und so weiter. Ihr müsst bedenken, Leute, die müssen alles von eurem Charakter dann auf einen anderen Server transferieren. Das heißt, eure Pferde, eure Quests, welche ihr schon gemacht habt, welche offen stehen, eure ganzen Klamotten, eure Starcoins, eure Coins, eure Rufpunkte und alles. Und das müssen die halt alles auf einen anderen Server transferieren. Und das ist halt echt viel Arbeit, weil wenn wir jetzt mal sagen, von wegen, auf dem ersten Server werden alleine 100, nee, 200 Spieler, sagen wir mal, auf dem zweiten sind auch nochmal 200, auf dem dritten sind auch 200, dann macht das schon mal 600 Spieler. So, dann müssen wir die Daten von 600 Spielern schon mal jeweils switchen können. So, jetzt müsst ihr aber bedenken, ich glaube, in 8 Sprachen ist SSO spielbar und wenn wir dann auch sagen, pro Server sind da auch nur 600, ja, dann summiert sich das aber ein bisschen und das sind dann verdammt viele Daten und deswegen dauert das jetzt auch so lange, bis man die Server wirklich wechseln kann. Also ich würde mich an eurer Stelle nicht so beschweren, sondern besser, sie machen es präzise, anstatt werden wir nachher den Server wechseln und uns fehlt uns dann irgendwas. Das wäre dann ja viel schlimmer. Das wollte ich mal kurz zum Serverwechsel schon mal erwähnen. So, Felix, fertig. Das ging heute ratzfatz. Du hast den Schatz gefunden. Bla 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 bla. Oh, ich habe einen Sattel bekommen.
Oh, der sommerliche Sattel. Eine Belohnung der Mittsommerschatzjagd. Geschwindigkeit plus 1,95 Coins fürs normale Verkaufen und ihr müsst Spieler Level 3 sein. Ja, süß, das ist jetzt der Sattel. Der passt jetzt zu Big Brother jetzt. Vielleicht passt auch nur mit der Schabracke nicht so dolle. Aber so ist schon besser. Ja, süß, ich freue mich darüber. Ich hätte jetzt noch gerne drin so ein Digamaschen dazu. Ja, und das war es dann auch schon wieder heute mit der achten Schatzjagd. Die werden sich jetzt anscheinend wiederholen. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt die nächsten noch aufnehmen werde. Aber mal gucken. Ja, ich wünsche euch dann viel Spaß wieder bei der Schatzjagd. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eure Licia.